Herzlich willkommen zur Einführung in die Philosophie des Geistes, unsere siebte Sitzung im Sommersemester 2020. Mein Name ist Holger Liere, Professor für Theoretische Philosophie an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Und wir beginnen mit dem dritten Teil der Vorlesung. Im dritten Teil werden wir uns heute mit mentalen Repräsentationen und Theorien mentaler Repräsentationen beschäftigen. Das ist ein steiniges Thema und ein sehr, sehr wichtiges Thema und eins, in dem wir auch unseren Fuß in analytisch-philosophisch tiefere Gewässer stecken werden. So will ich es mal ausdrücken. Also durchaus etwas anspruchsvoller. Zuvor aber vielleicht noch mal eine kleine Rückerinnerung, Rückblende, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben den zweiten Teil, Paradigmen der KI, beendet, haben uns mit Symbolismus beschäftigt, der Doktrin, dass Kognition das regelgeleitete Manipulieren von Symbolen ist im Wesentlichen. Haben dann eines der weitreichendsten und vielbeachtetsten Argumente dagegen gehört, nämlich das Chinese Room Argument von John Searle, der versucht, anhand eines spektakulären Gedankenexperiments zu zeigen, dass diese Art von Symbolmanipulation, syntaktischer Symbolmanipulation, nicht hinreichend sein kann für Semantik. Da haben wir uns ein bisschen die Pro- und Contra-Seiten angeguckt. Dann sind wir einen Schritt weitergegangen und haben uns das nachfolgende Paradigma des Konnektionismus, der neuronalen Netze, angeguckt, also der These, dass Kognition einer netzwerkartigen Systemarchitektur bedarf, wo es am Ende darauf hinausläuft, dass wir neuronale Repräsentationen haben, die über das System verteilt sind, distribuiert sind und subsymbolisch, also merkmalskodiert sind. Und schließlich haben wir uns dann noch weitere, noch modernere Paradigmen angeguckt, in die das so langsam ausmündet und umgemünzt wird. Der Konnektionismus geht über in so eine dynamizistische Betrachtung, dazu haben wir nicht allzu viel gesagt. Systeme werden als verkörperlicht angesehen und in der Welt situiert angesehen. Insgesamt spricht man von den 4E-Approaches, embedded, embodied, extended, enacted. Das alles war sehr kursorisch, denn für das ist eben die PCN-Vorlesung, auf die ich letztes Mal mehrfach verwiesen habe, zuständig. Heute Einstieg in den dritten Teil der Vorlesung, mentale Repräsentation. Los geht's! Und zwar mit zwei, drei Folien der Rückerinnerung. Rote Überschrift an der Folie soll heißen, das ist eigentlich Stoff, den wir schon kennen, wo ich Sie so ein bisschen abholen möchte, was ich eigentlich voraussetze, was wir jetzt eigentlich schon wissen. Also nochmal zur Erinnerung, das hatte ich letztes Mal auch angefangen auszuführen. Was ist überhaupt mental? Was ist eine mentale Repräsentation? Das ist klarerweise ein Terminus, der in den Kognitions- und Neurowissenschaften eine große Rolle spielt und in der Psychologie. Wird also überall verwendet als Terminus technicus. Kann sagen, das sind mentale Vorstellungen, im Englischen auch klassisch, der klassische Ausdruck Ideas, etwa bei Hume und Locke. Wenn wir auf den lateinischen Ursprung des Wortes zurückgehen, repräsentare, sich etwas vorstellen, wieder vor sich hinstellen, so etwas scheint der Geist zu machen, indem er sich die Dinge der Welt nochmal in ein anderes Level holt, in eine innere Vorstellung, ein inneres Bild schafft, mentale Bilder. Aber das wäre dann tatsächlich schon eine sehr spezifische Auffassung dessen, was eine mentale Repräsentation ist, nämlich eine Abbildtheorie. Und in der Tat, sowas werden wir gleich kennenlernen. Aber erstmal so als allgemeinen Begriff scheint es eigentlich dasjenige zu sein, mit dem wir tagtäglich im Geiste jonglieren. Das macht unsere mentale Ökonomie aus. Wir operieren und prozessieren mentale Repräsentationen. Und der Witz ist natürlich, dass wir das tun, und insofern wir das tun, sind wir in der Lage, die Welt uns vorzustellen, stimulusunabhängig. Ich kann auch an etwas denken, was gerade nicht da ist. Und das macht mich natürlich kognitiv unheimlich
potent gegenüber einem Wesen, das das nicht kann, das sozusagen immer an den Stimulus gebunden ist. Wir haben gesagt, dass die Kognitionswissenschaft manchmal so ein bisschen so ein Sandwich-Bild von mentaler Repräsentation verwendet, die gewissermaßen eingequetscht ist zwischen Input und Output. Und sie ist dasjenige, das den Input in den Output überführt. Und deshalb muss man verstehen, dann verstehen wir, was Kognition ist und was wir eigentlich mental machen. Dann muss man verstehen, was es heißt, mentale Repräsentationen zu prozessieren. Und damit muss man verstehen, was mentale Repräsentationen sind. Und damit landen wir bei der schwierigen philosophischen Frage, etwas beschreiben zu wollen und verstehen zu wollen, was semantisch charakterisiert und individuiert ist. Denn das ist der springende Punkt bei mentalen Repräsentationen. Sie besitzen semantische, bedeutungshafte Inhalte und wir müssen also verstehen, flapsig gesagt, wie kommt Bedeutung in den Kopf? Auch hier nochmal so als sehr, sehr basale Rückerinnerung, Bedeutung im Kopf, mentaler Gehalt oder Inhalt, Mental Content im Englischen, das ist dasjenige, was eine Repräsentation charakterisiert. Es gibt ja so zwei Großkennzeichen unseres mentalen Universums gewissermaßen. Einerseits scheinen wir bedeutungshaft zu denken und die Welt zu repräsentieren. Das scheint eine Fähigkeit zu sein, die wir haben und intentional zu sein. Und andererseits erleben wir die Welt auch phänomenal, phänomenal reichhaltig. Und letzteres ist manchmal als phänomenaler Gehalt charakterisiert, als besser aber vielleicht als phänomenale Qualität oder Charakter und wird Teil des vierten Teils der Vorlesung sein. Also soll uns jetzt hier nicht interessieren, während intentionaler oder repräsentationaler Gehalt genau dasjenige ist, was uns jetzt hier im dritten Teil der Vorlesung interessiert. Also nochmal, und was uns daran interessiert, ist, dass mentaler Gehalt, insofern er repräsentationaler Gehalt ist, über seinen Inhalt, über seinen Content, wie man im Englischen sagt, Gehalt, Inhalt, individuiert wird. Mal zwei Beispiele. Peter weiß, dass die Erde rund ist und Hans denkt gern an Wasser. Mentalen Gehalte oder Inhalte werden spezifisch durch die Wahrmacher etwa dessen der Proposition, dass die Erde rund ist, individuiert oder dasjenige, auf das Hans referiert, wenn er an Wasser denkt. Wahrmacher in diesem Sinne sind also entweder externe Sachverhalte oder Referenzobjekte oder auch interne funktionale Rollen. Das ist hier in dem Beispiel nicht enthalten. Wir werden aber sehen, in dem Potpourri der verschiedenen Repräsentationstheorien, die ich so jetzt gleich und auch in der nächsten Sitzung vorstellen werde, dass auch funktionale Rolle eine mögliche Antwort ist auf die Frage, was sind mentale Repräsentationen und wie werden sie individuiert? Also überhaupt ist also die Frage, wie werden sie individuiert, was sind die Wahrmacher, diejenige Frage, die dann die verschiedenen Theorien der Repräsentation unterscheidet. Da gibt es ganz viele, zweifelsohne, und wir werden nur eine gewisse Auswahl kennenlernen, die hoffentlich wichtigsten. Und noch eine letzte Folie als Rückerinnerung an dasjenige, was ich eigentlich voraussetze, was wir wissen über so philosophischen Jargon in diesem Zusammenhang. Wir reden von der Repräsentationalität oder auch Intentionalität mentaler Zustände. Und zwar in dem Sinne, dass wir sagen, mentale Zustände sind gehaltvoll oder repräsentational in dem Sinne, dass sie auf etwas gerichtet sind. Und an der Stelle kommt dieses Zauberwort intentional ins Spiel, das nicht zu verwechseln ist mit dem Wort, also das Adjektiv ist zu Intentionalität, nicht zu verwechseln ist mit Intention, also einfach dem Fremdwort für Absicht. Intentionalität als ein Terminus technicus der Philosophie des Geistes, der, wie wir ganz unten auf der Folie sehen, auf Brentano zurückgeht,
meint das Gerichtetsein, die Bezugnahme auf etwas. Ja, auf was denn eigentlich? Also ich hatte eben von Wahrmachen gesprochen, auf der Folie davor. Hier drücke ich es noch etwas vorsichtiger aus. Je nach Autor ist es nämlich so, dass davon die Rede ist, dass wir uns mit unseren Gedanken beispielsweise entweder auf Sachverhalte in der Welt beziehen oder aber auf abstrakte Entitäten. Welche sollen das sein? Nun, ich hatte eben schon so ein Beispiel. Peter denkt, dass die Erde rund ist. Oder hier nochmal, Peter glaubt, dass die Erde eine Kugel ist. Da sind eigentlich zwei Dinge drin enthalten. Zum einen, der Peter, der glaubt etwas. Der befindet sich in einem mentalen Zustand, einem Zustand des Glaubens oder der Überzeugung. Er könnte sich auch in einem Wissenszustand oder einem Hoffenszustand befinden oder in einem Wunschzustand. All das sind intentionale oder wie wir auch sagen, propositionale Einstellungen, Attitudes, wie man im Englischen sagt, in denen sich Peter befinden kann. Wir nehmen hier für die Zwecke des Beispiels an, er befindet sich in der Attitude, in der Einstellung des Glaubens. Und das nennt man einerseits eine intentionale Einstellung, man nennt es auch eine propositionale Einstellung, weil all diese Attitudes dadurch charakterisiert sind, dass sie sich auf eine Proposition beziehen. Die Proposition nämlich in dem Falle, dass die Erde eine Kugel ist, die charakterisiert den Inhalt von Peters Glaubenszustand. Also das, was den Peter da in seinem mentalen Zustand ausmacht, ist, dass er eine Attitude besitzt, eine Einstellung hat, deren Inhalt durch eine Proposition charakterisiert ist. Oder den propositionalen Gehalt, das P. Das heißt, wir können sagen, seine intentionale oder propositionale Einstellung, hier sein Glaube oder seine Überzeugung, ist auf entweder, und das, da unterscheiden sich Autoren auch ein bisschen, entweder durch das Gerichtetsein auf diese Proposition charakterisiert, so etwa würde Brentano eher reden, und manche andere moderne Autoren auch, oder aber auf den Sachverhalt, den externen Sachverhalt in der Welt, das Faktum, dass die Erde tatsächlich eine Kugel ist, als externen Wahrmacher dieser Proposition. Also dieses Vokabular sollten wir so ein bisschen im Hintergrund haben, diese Terminologie, und die ist eigentlich auch, sollte eigentlich auch schon bekannt sein. Heute geht es jetzt darum, mentale Repräsentationen unter diesem Gesichtspunkt ein bisschen zu rubrizieren und mal ein bisschen so eine Taxonomie aufzuziehen. Und wir werden uns auch nur mit den ersten beiden Kandidaten hier auf der Liste heute beschäftigen und mit den anderen nächstes Mal. Wir steigen ein in das Thema mentale Repräsentation mit der ursprünglichsten und traditionellen Repräsentationstheorie. Und das ist klarerweise die Ähnlichkeits- oder Abbildtheorie. Eigentlich ist das so ein ganzes Cluster von Theorien oder Ansätzen. Manchmal gar nicht richtig Theorien, sondern sozusagen stillschweigende, naivste Vorannahme, die man eigentlich haben kann, was eine Repräsentation ist, auch eine mentale Repräsentation eben ist. Und das ist die Abbildtheorie. Und dann werden wir zu sogenannten naturalistischen Theorien kommen. Warum und was das ist, kläre ich gleich. Gucken wir uns erstmal Ähnlichkeits- oder Abbildtheorien an. Ich versuche immer so in einem kleinen Zweizeiler zu ein oder Zweizeiler zu charakterisieren, was das Kernkriterium, die Grundidee dieses Typs von Repräsentationstheorie eigentlich ist. Repräsentationen werden als Abbildungen verstanden. Wir wollen ihren semantischen Gehalt, ihren Inhalt charakterisieren, denn darüber werden sie individuiert. Und die Abbildtheorie sagt uns, ja, wir individuieren oder fixieren den Inhalt einer Repräsentation über eine Abbildbeziehung zwischen Repräsentat und Repräsentando. Und das ist, wenn Sie so wollen, der Klassiker. Die klassische Vorstellung dessen, was eine Repräsentation ist. Ein Passbild repräsentiert mich, insofern es mir ähnlich ist. Davon gehe ich mal aus und davon gehen auch die Behörden aus und die Zollbehörden, wenn sie den Pass gerne von mir sehen wollen mit meinem Passbild.
In der philosophischen Tradition wird die Ähnlichkeits- oder Abbildtheorie von vielen Autoren über die Jahrhunderte hinweg verfolgt und sie geht im Grunde schon auf Aristoteles zurück. Deshalb habe ich hier mal eine Sentenz aus der Anima rausgegriffen. Aristoteles über die Seele, Peripsychäes im Griechischen, der schon sozusagen die Grundgedanken hier gut zusammenfasst. Er sagt, die Wahrnehmung ist das Aufnahmefähige für die wahrnehmbaren Formen. Form im Griechischen ist ein Eidos, ohne die Materie, im Griechischen Hyle. Wie das Wachs vom Ring das Zeichen, also das Siegel, aufnimmt, ohne das Eisen oder Gold. Was soll das heißen? Naja, Sie kennen sicherlich noch so aus der Geschichte die Idee, dass man früher so Siegelringe hatte, mit denen man also ein Siegel dadurch ein Dokument aufprägte, dass man da Wachs drauf träufelte und dann den Ring dort eindrückte. Und was hat man dann an das Wachs übergeben? Naja, Aristoteles sagt es ja. Das Zeichen, und er meint eigentlich so etwas noch genauer, die wahrnehmbare Form, Eidos, das Eidos des Rings, die Form des Rings, die Gestalt des Rings, nicht aber ihre Materie. Dadurch, dass ich den Ring dort einpräge in das Wachs, habe ich ja nicht die Materie des Rings, ob er aus Gold gemacht ist oder aus Eisen, an das Wachs übergeben. Es kommt darauf an, Form zu übergeben. Das ist es, worin hier die Ähnlichkeit und die Abbildung liegt. Und bei Aristoteles ist das eben eine frühe Wahrnehmungsrepräsentationstheorie von Wahrnehmung als Abbild von Form. So knackig und einfach und eigentlich auch bestechend der Gedanke von Ähnlichkeits- und Abbildtheorien ist, und ich erspare mir, das noch weiter auszuformulieren, wie man sich das vorstellen kann. So stark erfährt die Ähnlichkeitstheorie auch den Vorwurf der Naivität und dessen, dass sie zu kurz greift im 20. Jahrhundert. Und da ist insbesondere ein Autor sehr stark gewesen, der das auf den Punkt bringt, welche Schwierigkeiten sich eigentlich mit der Ähnlichkeitstheorie alle ergeben. Und das ist Nelson Goodman. Und hier habe ich eine längliche Passage aus Languages of Art, die aber dennoch schön ist, weil sie am Ende in einer sehr knackigen und knappen Form eigentlich alle Einwände, wichtigen Einwände zusammenträgt, dessen, warum das nicht so einfach ist mit der Ähnlichkeits- oder Abbildtheorie, obwohl das zunächst doch sehr überzeugend und einfach sich anhört. Also hier ist Nelson Goodman. The most naive view of representation might perhaps be put somewhat like this. A represents B, if and only if A appreciably resembles B. Also ist ähnlich mit B. Or A represents B to the extent that A resembles B. Vestiges of this view, with assorted refinements, persist in most writing on representation. Yet more error could hardly be compressed in so short a formula. Some of the faults are obvious enough. An object resembles itself to the maximum degree, but rarely represents itself. Ja klar, ich bin mir selber am ähnlichsten, aber ich repräsentiere mich nicht als Gestalt oder Figur. Resemblance, unlike representation, jetzt kommt ein ganz wichtiger Einwand, is reflexive. Again, unlike representation, resemblance is symmetric. Ähnlichkeit ist symmetrisch. B is as much like A is like B. But while a painting may represent the Duke of Wellington, the Duke doesn't represent the painting. Also ein Bild repräsentiert das Original, aber das Original repräsentiert nicht das Bild. Die Ähnlichkeitsbeziehung zwischen den beiden, insofern die Repräsentationsbeziehung ausmachen soll und ausbuchstabieren soll, ist aber symmetrisch. Da gilt es sowohl, dass wenn A ähnlich ist zu B, B auch ähnlich ist zu A. Von der Repräsentationsbeziehung wollen wir das aber gerade nicht sagen. Die scheint asymmetrisch zu sein. Irgendwas ist also, greift zu kurz, wenn wir nur auf Ähnlichkeit gehen.
Furthermore, in many cases, neither one of a pair of very like objects represents the other. None of the automobiles of an assembly line is a picture of any of the rest. And a man is not normally a representation of another man. Ein Mensch ist nicht die Repräsentation eines anderen Menschen. Even his twin brother, selbst bei Zwillingen. Plainly, resemblance in any degree is not sufficient, is not no sufficient condition for representation. Also hier werden ein paar knackige konsequente Einwände gebracht gegen die Auffassung, dass Abbild- oder Ähnlichkeitstheorie eine hinreichende, mindestens so muss man es wohl ausdrücken, eine hinreichende Charakterisierung dessen ist, was die Repräsentationsbeziehung ausmacht. Ich werde mich nicht sehr weit jetzt noch mit der Repräsentations- oder Abbildtheorie beschäftigen, wiewohl man dazu sagen sollte, dass in der jüngeren Vergangenheit der Begriff der Abbildung, und zwar der strukturalen Abbildung, wieder eine Renaissance erfahren hat. Vielleicht auch, weil man sieht, naja, vielleicht ist aber doch das wenigstens so etwas wie eine hinreichende Bedingung, eine notwendige Bedingung, wenn auch vielleicht keine hinreichende und dann noch andere hinzutreten müssen. Aber zunächst mal sieht man, dass wenn man glaubt, damit alles über Repräsentation gesagt zu haben, dass das zu kurz greift. Das, denke ich, zeigen Goodman-artige Einwände auf jeden Fall. Und das hat auch dazu geführt, dass die Ähnlichkeitstheorie dann oder ähnlichkeitsartige Theorien der Repräsentation im späten 20. Jahrhundert keine Rolle mehr gespielt haben. Fast gar nicht mehr beachtet wurden. Also, ganz wichtig, die Repräsentationsbeziehung ist eine gerichtete Beziehung und sie ist asymmetrisch. Sie ist eine asymmetrische Relation, während bloße Ähnlichkeit symmetrisch ist. Und das zeigt sich schon, da wird irgendwas verpasst. Man könnte auch darauf hinweisen, was Goodman in dem Zitat jetzt nicht getan hat, was aber ein weiterer Gegeneinwand ist, dass Abbild und Ähnlichkeit auf vielfache Weise erreicht werden kann. Also, erstens, was für Abbildbeziehungen wollen wir uns eigentlich angucken? Sollen das bildhafte, piktorale sein oder sprachartige, satzartige oder strukturell, habe ich eben schon genannt, und noch vieles mehr. Also man muss noch einiges mehr sagen. Hier gibt es also viele Unterrubriken von Ähnlichkeits- oder Abbildtheorien offenbar, über die ich hier so mal großzügig hinweggehe. Es scheint Repräsentationen zu geben, die ganz ohne Abbildcharakter sind, oder? Sprachsymbolische Repräsentation. Wenn ich Baum sage, dann ist nichts an dem Wort Baum oder auch an der Lautfolge Baum, so lautsprachlich geäußert, dran, was einem Baum da draußen entspricht. In keiner Weise ähnlich ist. Und nochmal ein ganz anderes Feld, eine Richtung oder eine Gruppe von Einwänden, die man fahren kann gegen eine zu naive, krude Ähnlichkeitstheorie, wäre zu sagen, eigentlich ist die Ähnlichkeit immer sehr uneindeutig, da kontextabhängig. Das eine hängt mit dem anderen sehr stark zusammen. Ein Beispiel, das Wittgenstein etwa in den philosophischen Untersuchungen im zweiten Teil an mehreren Stellen aufgreift, ist diese Figur der sogenannten Hasenente nach Jastrow. Je nachdem, wie man diese Figur dreht, scheint sie wahlweise eine Ente oder einen Hasen darzustellen. Ja, was repräsentiert sie denn nun? Ein Hasen? Eine Ente? Wenn das kontextabhängig ist und aus sich heraus uneindeutig, dann kann wiederum die Ähnlichkeitstheorie oder der Gedanke des reinen Abbildes oder der Ähnlichkeit nicht hinreichend sein, um auszubuchstabieren, was eine Repräsentation zu einer Repräsentation macht. Und tatsächlich belasse ich es bei diesen sehr elementaren Einwänden. Zunächst mal gegen die Auffassung, jedenfalls die elementare Auffassung, die Auffassung einer elementaren Ähnlichkeitstheorie. Der Typ von Theorien, der uns hier eigentlich interessieren will,
und soll in der Folge, sind Theorien, die man als naturalistische Repräsentationstheorien begreift. Es geht um ein Unternehmen, das in der jüngeren Vergangenheit als Naturalisierung des Mentalen verstanden wird, also so eine Form von Physikalismus bezogen auf mentale Repräsentationen. Und Jerry Fodor, ein wichtiger Autor in diesem Kontext, sagt uns, warum man das machen will und was da dran ist. Er sagt in diesem länglichen Zitat: I suppose that sooner or later the physicists will complete the catalogue they've been compiling of the ultimate and irreducible properties of things. Oh, okay. Also die Physiker, die untersuchen, was die Welt im Innersten zusammenhält, und am Ende vielleicht gelingt es denen irgendwann mal alle fundamentalen Eigenschaften aufgespürt zu haben. And when they do, the likes of spin, charm and charge will perhaps appear on the list. Also Fotos etwas. Untechnische Auflistung von möglichen Kandidaten von fundamentalen Eigenschaften. Ja, Spin, Charm, das ist so eine Ladungseigenschaft von Quarks. Und so etwas, in der Tat, das könnte man erwarten, gehört zu den fundamentalen Eigenschaften. Eben die Eigenschaften von elementaren Bausteinen, von Elementarteilchen. But aboutness surely won't. Intentionality simply doesn't go that deep. It is hard to see, in face of this consideration, how one can be a realist about intentionality without also being, to some extent, a reductionist. Intentionalität, und Repräsentationalität, die etwas mit semantischen Eigenschaften zu tun hat, das sind Eigenschaften, die auf dieser fundamentalen, der Liste der fundamentalen Eigenschaften nicht auftreten werden. Wenn man jetzt aber glaubt, ich denke doch wirklich bedeutungshaft und repräsentational. Ich bin also eine Art Realist about intentionality. Dann kann ich das eigentlich nur sein, indem ich irgendwie diese Eigenschaften auf physikalische Eigenschaften zurückführe, also Reduktionist bin. If the semantic and the intentional are real properties of things, it must be in virtue of their identity with or maybe their supervenience on properties that are themselves neither intentional nor semantic. If aboutness is real, it must be really something else. Ich zeige Ihnen das auch ein bisschen, um Ihnen Fodor-Style zu demonstrieren. Der hat eine ganz knackige Schreibe. Also, und das ist jetzt eine sehr, sehr holzschnittartige Folie. Wenn man sich dafür interessiert, den Inhalt mentaler Repräsentationen naturalistisch, naturalisiert auszubuchstabieren, also in Termini der Naturwissenschaft, auf die Eigenschaften runterzubrechen, die die Naturwissenschaft den Dingen zubilligt und an ihnen erkennt. Was für Möglichkeiten gibt es dann überhaupt? Und in einer sehr, sehr, sehr rohen Logik könnte es hier drei Möglichkeiten geben. Also zunächst mal gibt es die Möglichkeit, also dieses Unternehmen des Naturalismus oder des Physikalismus tatsächlich auch, ist wahr oder falsch. Entweder wir liegen richtig oder wir liegen nicht richtig. Wenn wir richtig liegen, wenn der Physikalist richtig liegt mit seiner Idee, mentale Repräsentationen, und zwar den Inhalt mentaler Repräsentationen, zu naturalisieren, dann muss er diese semantischen Eigenschaften entweder als etwas erkennen, die es in Strenge, wenn man genau hinguckt, gar nicht gibt, sondern die sämtlich durch physische Eigenschaften erklärbar sind oder eigentlich bei näherem Hinsehen physikalische Eigenschaften sind. Er ist dann Eliminativist bezüglich semantischer Eigenschaften. Ein Autor wie Fodor hält das für ein Unding. Er möchte zwar Naturalist sein, aber so hardcore zu sagen, es gibt buchstäblich gar keine semantischen Eigenschaften, das würde ja wie ein riesen Selbstbetrug daherkommen. Wir denken gar nicht wahrhaft bedeutungsvoll. Wir bilden uns das vielleicht nur ein, oder es ist eine Riesenillusion. Das hält Fodor für völlig ausgeschlossen. Es gibt diese Option. Das wäre die Option des Eliminativismus. Fodor geht lieber, und der Naturalist
geht lieber, der Naturalist mentaler Repräsentation, geht lieber diesen zweiten Weg. Ja, semantische Eigenschaften existieren, aber sie lassen sich eben reduzieren auf physische Eigenschaften. Fodor möchte Realist bezüglich Intentionalität sein. Es kann doch nicht sein, dass das alles nur Illusion ist. Aber wenn das nicht sein kann, ich gleichzeitig Naturalist sein möchte, dann muss ich Reduktionist sein. Also ich möchte dieser zweite Punkt, das ist derjenige, den man versucht, diesen Weg versucht man zu beschreiten, wenn man es mit einer naturalisierten, naturalistischen Repräsentationstheorie versucht. Von dem wir gleich heute und auch nächstes Mal zwei kennenlernen werden. Und dann gibt es natürlich auch noch die Option, dass der ganze Naturalismus falsch sein könnte, dass semantische Eigenschaften existieren und sie sich eben nicht reduzieren lassen. Wir gucken uns also insbesondere diesen zweiten Weg gleich an. Und um das noch stärker jetzt noch ein bisschen auch zu problematisieren, was man da eigentlich tun muss, hier ein Zitat, ein letztes längeres Zitat, ich weiß, das waren jetzt einige längere Zitate, ein letztes längeres Zitat von einem Autor, Hilary Putnam, der uns schon begegnet ist, der uns heute nochmal an anderer Stelle begegnen wird. Und von dem ich hier die Anfangspassage eines berühmten Aufsatzes von ihm nehme, Brains in a Vat, Gehirne im Tank. Und dieser Aufsatz marschiert eigentlich auch nochmal in eine andere Richtung. Der hat etwas mit dem Problem des, dem erkenntnistheoretischen Problem des Skeptizismus zu tun. Aber die Anfangspassage pickt eine Überlegung auf und schreibt eine Überlegung, stellt eine Überlegung an, die auch für unseren Sachzusammenhang ganz wichtig ist. Putnam macht hier so ein kleines Gedankenexperiment. Stellt sich vor, ich liege am Strand und beobachte so die Ameisen im Sand und vielleicht eine spezifische Ameise und wie es der Teufel will, eine Ameise, die läuft da so her und dann entsteht ein Bild. Lassen wir ihn selber reden. An ant is crawling on a patch of sand. And as it crawls, it traces a curve, a line in the sand. By pure chance, the line that it traces curves and recrosses itself in such a way that it ends up looking like a recognizable caricature of Winston Churchill. Has the ant traced a picture of Winston Churchill? A picture that depicts Churchill? Most people would say, on a little reflection, that it has not. The ant, after all, has never seen Churchill or even a picture of Churchill, and it had no intention of depicting Churchill. It simply traced a line, and even that was unintentional, a line that we can see as a picture of Churchill. Ja, das würde man wahrscheinlich erstmal sagen. Diese Ameise hat doch nicht, die hatte keine Absicht, die hat überhaupt keine Absichten und sie hatte erst recht nicht die Absicht, Churchill zu malen. Sie kennt Churchill gar nicht, hat keine Ahnung. Durch Zufall ist da vielleicht etwas entstanden, was wir als ein Bild von Churchill ansehen. In dieser Passage steckt so viel drin. Putnam möchte mit dieser Passage vor allen Dingen darauf hinweisen, dass, wir können das so ausdrücken, so ein physikalisches Gebilde, so ein Arrangement von Linien im Sand, bezieht sich nicht aus sich heraus auf etwas anderes. Es ist selber ein physikalisches Ding, ein physisches Ding, ein Vorkommnis in der physischen Welt. Winston Churchill ist auch ein Vorkommnis in der physischen Welt. Dass das eine mit dem anderen, dass das eine sich scheinbar auf das andere bezieht, dass das eine ein Bild des anderen sein soll. Diese Bezugnahme, die muss erklärt werden. Das ist dasjenige, was der Naturalist leisten müsste. Er müsste diese Art von Bezugnahme als etwas ausweisen in naturalistischen Termini, in naturwissenschaftlichem Vokabular, ohne da eine Art, wie Putnam so schön sagt, magische Theorie der Referenz zu unterstellen. So als würde ein Bild auf magische, mystische Weise an seinem Original dran kleben oder dranhängen. Nein, nein, da müssen wir versuchen, auf Beziehungen, Relationen in der Welt, in der natürlichen Welt zurückzugreifen. Jedenfalls dann, wenn wir Naturalisten sein wollen. Das, was einem da am ehesten in den Sinn kommen mag, sind Kausalrelationen. Das ist dasjenige, womit Dinge in der Welt scheinbar zusammenhängen, über kausale Beziehungen.
Also, warum es nicht damit versuchen, die Repräsentationsbeziehung auf Kausalbeziehungen zurückzuführen? Und in der Tat ist das ein Weg, den einerseits Putnam empfiehlt zu beschreiten und den er nutzt in diesem Aufsatz, der berühmt geworden ist, aus anderen Gründen, um ein antiskeptisches, spektakuläres antiskeptisches Argument aufzulegen, aber der uns jetzt hier auch interessieren soll. Und der auf diese Passage bringt gut zum Ausdruck, welches die Hürde ist, die wir hier nehmen müssen. Wir müssen ausbuchstabieren, wie Bezugnahme auf eine natürliche, naturwissenschaftlich nachvollziehbare Weise in die Welt kommt und sie nicht zu etwas Magischem zu machen. Gar nicht so einfach. Also lasst es uns mit Kausalbeziehungen versuchen. Und dann sind wir bei dem Großthema kausale Theorien der Semantik oder auch Theorien kausaler Kovarianz und deren Grundidee lautet, und jetzt wollen wir wirklich erklären, was eine Repräsentation, eine mentale Repräsentation ausmacht. Naja, sie ist ja über Gehalt charakterisiert und individuiert und jetzt sagen wir, eine Repräsentation, dann nennen wir sie R, hat dann und nur dann den Gehalt x in Anführungsstrichen, falls R durch ein Vorkommnis von x ohne Anführungsstriche verursacht wurde. Also da gibt es ein x, zum Beispiel einen Baum da draußen, und ich habe eine Baumrepräsentation, eine Vorstellung von einem Baum. Ich denke an Bäume. Mein Gedanke, mein Begriff Baum, mein Denken an Bäume oder über Bäume, ist semantisch gehaltvoll. Und das meine ich, wenn ich an das Wort Baum jetzt so Gänsefüßchen dran schreibe auf der Folie. Ich meine den semantischen Inhalt, die Repräsentation, die semantisch gehaltvolle Repräsentation von Baum, also Baum in Anführungsstrichen, im Unterschied. Also sozusagen das Bild im Unterschied zu dem Original, dem da draußen in der Welt vorkommenden Baum. Also x und x mit Gänsefüßchen sind hier streng auseinanderzuhalten. Eine Repräsentation R hat dann und dann diesen Gehalt, den Inhalt x, wenn sie durch ein Vorkommnis verursacht wurde. Denn das ist die Idee einer kausalen Theorie der Repräsentation. Repräsentation und Urbild, Repräsentat und Repräsentandum, kovariieren, treten gemeinsam aufgrund einer kausalen Beziehung, die zwischen den beiden existiert. Weshalb man das manchmal auch Theorien kausaler Kovarianz nennt. Da gibt es ein ganzes Cluster, deshalb ist es vielleicht richtig, hier eigentlich auch im Plural von Theorien zu sprechen. Und wenn man diesen Gedanken sacken lässt, dann tauchen lauter Fragen auf. Eine der ersten Fragen, die vielleicht auftaucht, ist, na also, ich bin doch nicht mit allem, an das ich bedeutungshaft denken kann, mit dem ich bedeutungshaft operieren kann, von dem ich eine Repräsentation vermeintlich habe, kausal verbunden oder auch nur je kausal verbunden gewesen. Na, vielleicht schon, aber eben auf eine sehr, sehr indirekte und komplizierte und verschlungene Art und Weise, sagt der Kausaltheoretiker und muss er sagen. Wir können dem Kind, das noch nie einen Tiger im Zoo oder sonst wo gesehen hat, aber in seinem Bilderbuch sehr wohl eine Tigerrepräsentation zusprechen, weil derjenige, der diesen Tiger dann ins Buch gemalt hat oder dessen Bekannter, mit Tigern schon mal in kausalem Kontakt war. Also irgendjemand in dieser ganzen Kette, die von der Tigerrepräsentation des Kindes startet oder dort korrekterweise endet als eine Repräsentation, muss mit Tigern als dem Ursprung dieser Kausalkette verbunden sein. Diese Kette darf verschlungen sein, aber es muss sie geben. Nur dann, wenn es sie gibt, können wir sagen, es handelt sich um eine Repräsentation im Verursachungssinne. In dem Sinne, dass sie durch ein Vorkommnis verursacht wurde. Wenn auch auf indirekte, verschlungene Weise über verschiedene Stationen.
Ein ganz anderer Aspekt ist hier noch hochproblematisch und auf den werde ich gar nicht so stark weiter eingehen. Es kann schlechterdings sein, dass wir jede Art von Kausalrepräsentation hier heranziehen. Also man darf natürlich nicht den Umkehrschluss ziehen. Eine Repräsentationsbeziehung ist eine Kausalbeziehung, aber nicht jede Kausalbeziehung ist eine Repräsentationsbeziehung. Man wird also aus der Menge der Kausalbeziehungen irgendwie eine Untermenge herausgreifen müssen, die man als die Repräsentationsbeziehung ansieht. Die Idee ist hier, Repräsentationsbeziehung auf Kausalbeziehung zurückzuführen, zu reduzieren, wie Fodor sich das vorstellt. Das wäre ein Kandidat für Reduktion. Aber natürlich gilt nicht das Umgekehrte. Also man muss hier sicherlich mehr dazu sagen. Also nicht jeder Kausalprozess ist semantisch. Natürlich nicht. Wenn der Mond um die Erde kreist, dann repräsentiert das eine nicht das andere. Wiewohl wir manchmal sagen, Ebbe und Flut stehen für die Mondphasen, repräsentieren die Mondphasen. Aber ist das nicht nur elliptische Rede? Also, sicherlich sind nicht alle Kausalprozesse Repräsentationsprozesse. Da wird man mehr sagen müssen. Und wie ist es mit so Dingen wie, ich kann doch vermeintlich eine abstrakte Repräsentation haben. Ich kann an die Gerechtigkeit denken. Oder die Zahl 5 oder 2. Dafür gibt es aber so im Sinne eines Partikulars kein Vorkommnis. Wie ist das verursacht? Da muss der Kausaltheoretiker einiges zu sagen. Er müsste etwas über fiktionale Entitäten sagen. Da gibt es Standardantworten zu sagen, naja, fiktionale Entitäten kommen vielleicht dadurch zustande, dass sie Zusammensetzungen, Komposita sind aus nicht-fiktionalen Entitäten. Ich habe eine Pegasus-Repräsentation, weil ich eine Pferde-Repräsentation im Verursachungssinne habe und eine Flügel-Repräsentation im Verursachungssinne habe. Trotzdem ahnt man schon, hier muss noch viel, viel, viel erläutert werden, wenn man es nur darüber versuchen will. Und die Probleme nehmen richtig Fahrt auf. Sie nehmen so weit Fahrt auf, das will ich jetzt schon vorwegnehmen, dass einhellig die Überzeugung besteht, dass so eine krude Kausaltheorie nicht das letzte Wort sein kann im Zusammenhang mit der Frage, was macht eine mentale Repräsentation zu einer mentalen Repräsentation. Da gibt es verschiedene Problemklassen. Das Problem der kausalen Tiefe. Okay, wir brauchen eine Kausal. Wir wollen die Repräsentationsbeziehung auf eine Kausalbeziehung zurückführen. Aber wie weit sollen wir denn in der Kausalkette gehen? Wo machen wir Stopp? Also was ist dasjenige Objekt, das eben dasjenige Vorkommnis X ist, von dem ich eben sprach in der Definition, das meine Repräsentation verursacht, mit dem Gehalt X in Anführungsstrichen verursacht? Also an welcher Kette, Stelle in dieser Kette will ich Halt machen? Der Tiger, den ich wirklich sehe, erzeugt ja auch ein Netzhautbild. Vielleicht ist das schon dasjenige, auf den meine Vorstellung eines Tigers referiert oder von dem sie verursacht wird. Oder die Lichtstrahlen, die von dem Tiger zu meiner Netzhaut gehen. Oder der Tiger. Oder aber dieser Tiger wurde ja kausal durch etwas anderes in die Welt gerufen. Dadurch, dass ihm der Wärter das Tor geöffnet hat oder dass er im Urwald einfach meinen Weg kreuzt oder dass er Eltern hatte, die ihn in die Welt gebracht. Vielleicht referiere ich auf die. Oder überhaupt auf den ganzen Stammbaum oder die gesamte evolutionäre Historie. Ja, am Ende referieren wir immer auf den Urknall bei jedem Ding. Das kann schlechterdings sein. Wo ist Stopp zu machen in der Kausalkette? Man nennt das Problem der kausalen Tiefe. Ich werde darüber nicht weiter extemporieren, aber damit muss der Kausaltheoretiker umgehen und so richtig befriedigend sind die Antworten da nicht unbedingt. Es gibt auch noch ein Problem der kausalen Weite, manchmal auch als Qua-Problem bezeichnet und das hat eine gewisse Verwandtschaft zum Topic bei Quine im Topos der Inscrutability of Reference, der Unerforschlichkeit der Referenz. Auf was referiere ich mit meinem Konzept Hund? Auf bestimmte Hundestadien oder den Rest der Welt mit Ausnahme dieses raumzeitlichen Gebiets, in dem der Hund sich befindet. Quine macht ja so lustige
stellt so lustige Überlegungen, aber ernst gemeinte Überlegungen darüber an, dass es die Hintergrundontologie ist, die darüber entscheidet, was die Referenz eigentlich bestimmt. Und hier in dieses Qua-Problem geht noch mehr ein, dass wir genauso gut sagen können, beziehe ich mich jetzt auf ein Hundevorkommnis. Das ist ja zugleich auch ein Säugetiervorkommnis. Also das hat ja mehrere Eigenschaften. Ist es vielleicht die Säugetiereigenschaft, auf die ich mich beziehe? Oder warum will ich nicht, wenn ich diesen Hund vor mir habe, sagen, dass ich auch eine Säugetierrepräsentation habe? Das geht in beide Richtungen. Also auch da drohen lauter Probleme für die Kausaltheorie, wo sie viel mehr erläutern muss, als ich bisher getan habe und als überhaupt Autoren bisher getan haben. Das größte Problem, größte Klasse von Problemen aber, ist das sogenannte Problem der Fehlrepräsentation. Machen wir also nochmal für die Zwecke des Beispiels das mit, dass wir sagen, jo, also Hundevorkommnisse verursachen Hunderepräsentationen und ohne Anführungsstriche verursacht Hunderepräsentationen mit dem Gehalt Hund. Katzenvorkommnisse verursachen Katzenrepräsentationen, aber manchmal, und das ist sicherlich jedem schon passiert, hält man eine Katze für einen Hund oder umgekehrt. Man fehlrepräsentiert. Man hat sich geirrt. Man hat einfach einen Fehler gemacht. Man war missrepräsentational. Und wenn wir darüber nachdenken, stellen wir fest, eine krude Kausaltheorie kann das nicht erklären. Denn sie bindet ja die Repräsentation starr kausal an das Vorkommnis, das eben repräsentiert werden soll. Dann kann es nie zu einer Fehlrepräsentation kommen. Das wäre aber widersinnig, denn Fehlrepräsentationen kommen ja dauernd vor. Und es zeigt sich, dass das ein ziemlich vertracktes Problem ist, an dem man sich gehörig die Zähne ausbeißen kann und von dem sich mehr und mehr in der Debatte auch die Überzeugung eingestellt hat, dass es gewissermaßen so etwas wie ein Lackmustest auf eine gute Repräsentationstheorie liefert. Man hat in der Debatte mehr und mehr gesehen, eine gute Repräsentationstheorie sollte nicht nur in der Lage sein, auch Fehlrepräsentationen zu erklären. Ja, ob sie dazu in der Lage ist oder nicht, ist gleichzeitig ein guter Test auf die Repräsentationstheorie. Und die krude Kausaltheorie kann das ganz klarerweise nicht, per Definition schon nicht. Da wird man sie also irgendwie andicken müssen. Vielleicht noch so als weitere Bemerkungen dazu. Sie werden sagen, ja, Moment, warum kann ich denn nicht sagen, dass vielleicht die disjunktive Klasse Hunde- oder Katzenvorkommnisse eben Hunderepräsentationen hervorrufen? Naja, weil ich dann den Hund im Unterschied zur Katze als Repräsentation mit dem spezifischen Gehalt Hund oder Katze nicht hinreichend spezifisch bestimmt habe. Ich renne in ein sogenanntes Disjunktionsproblem. Am Ende steht meine Repräsentation für alles. Oder jedenfalls für große disjunktive Klassen, die ich gar nicht wünsche. Das ist so ein Seitenarm oder vielleicht auch eine Art und Weise, das Fehlrepräsentationsproblem im Falle der Kausaltheorie auszubuchstabieren. Wie kann man damit umgehen? Fodor, von dem wir schon gehört haben, der einer der prononciertesten Vertreter der Kausaltheorie der Repräsentation ist, hat gesagt, dann müssen wir die Bedingungen eben noch raffinierter machen. Und er hat gesagt, ja, wir brauchen eine asymmetrische, kontrafaktische Bedingung der Kausalbeziehung. Etwa so. Es ist doch der Fall, dass falls zum Beispiel Hunde nicht zu Hunderepräsentationen führen, vielleicht weil es gar keine Hunde gibt oder aus welchem Grund auch immer, dann können auch Katzen nicht zu Hunderepräsentationen, überhaupt gar nichts zu Hunderepräsentationen führen. Umgekehrt aber, falls Katzen nicht zu Hunderepräsentationen führen, falls diese Art von Fehler nicht auftritt, kann es trotzdem sein, dass Hunde zu Hunderepräsentationen führen. Also da besteht eine Asymmetrie, die Repräsentationsbeziehungen von Hundevorkommnis zu Hund, in Anführungsstrichen, zur Hunderepräsentation, ist unabhängig von dieser als Verursachungsbeziehung gedachten Repräsentationsbeziehung von der Katze zum Hund, zur Hunderepräsentation. Nicht aber umgekehrt.
oder wie man dann manchmal sagt, diese letztere Katze-zu-Hund-Repräsentation ist asymmetrisch abhängig oder parasitär gegenüber der ersteren, der Hund-Hund-Beziehung. Ja, das charakterisiert wohl den Sachverhalt. Die Frage ist aber, erstens, Sie sehen schon, das ist eine kontrafaktische Bedingung. Da benutzen wir abermals eine modale Bedingung. Wir greifen vielleicht auf mögliche Welten zurück. Es ist eine modale, kontrafaktische Bedingung. Und man darf sich fragen, ist das naturalistisch einwandfrei? Welches ist denn jetzt? Wir erinnern uns, der Naturalist wollte ja eigentlich und sollte ja eigentlich die Repräsentationsbeziehung, die so ominös ist, auf eine Beziehung in der Welt, die man naturwissenschaftlich vor Augen hat und auf die man zeigen kann, die man rausgreifen kann, zurückführen. Und da reicht, und dann war die Idee, ja, das könnten ja Kausalbeziehungen sein. Und wir sehen jetzt, nein, Kausalbeziehungen alleine können es nicht sein. Wir müssen die irgendwie raffinierter machen. Jetzt kann ich zwar diese Bedingung einbauen, aber wo ist die in der Welt? Oder stellt sich vor, das sei eine nomische Bedingung, gesetzartig. Es gibt da viel Zweifel, es gibt insgesamt viel Zweifel an den kausalen Theorien. Allein an der Vielzahl von Einwänden, die ich jetzt hier nur so angetippt habe, ahnt man schon, dass die Kausaltheorien sich nicht einheitlich durchgesetzt haben. Andererseits, und jetzt kommen wir zum letzten Teilthema dieser Sitzung, zu demjenigen, von dem ich gesagt habe am Anfang, jetzt setzen wir unseren Fuß in tiefe analytisch-metaphysische Gewässer. Andererseits hat natürlich die Kausaltheorie auch viel für sich, dass wir irgendwie als mentale Wesen in der Welt kausal verankert sind und dass dieser kausale Nexus wichtig ist dafür, dass wir in der Lage sind, bedeutungshaft zu denken. Ja, so etwas Ähnliches ist uns auch im Zusammenhang mit Searle begegnet, der uns sagte, also dieses rein symbolische Manipulieren, das reicht doch nicht. Du musst irgendwie in Kontakt treten mit der Welt. Also so kausaler Kontakt mit der Welt, klar, scheint auch irgendwie wichtig zu sein. Mindestens so viel kann man sicherlich sagen. Und mindestens so viel nehmen wir jetzt nur mal an Bord. Also sagen, wenn man auch nur einem Teil der kausalen Theorie folgt, dann haben kausale Theorien der Bedeutung, der Semantik oder der Repräsentation. Ich schlage das im Moment alles ein bisschen grob über einen Leisten. Dann haben die nochmal eine ganz andere Konsequenz, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde und die unter dem Schlagwort Externalismus läuft und die erstmals deutlich gemacht wurde und hervorgebracht wurde und erläutert wurde durch diesen Herrn, nämlich Hilary Putnam, von dem wir schon häufiger gehört haben, ein eminenter analytischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, dem wir unglaublich viel verdanken, der unglaublich viele Anstöße gegeben hat in verschiedensten Richtungen. Wir haben von ihm schon mehrfach gehört im Zusammenhang mit Funktionalismus und multipler Realisierbarkeit. Und jetzt lernen wir ihn und eigentlich auch als Vertreter der Kausaltheorie und Brains in a Vat hatte ich eben erwähnt. Und jetzt kommen wir hier auf das Thema des Externalismus. Was ist das? Nehmen wir kurz diese Message, die Grundmessage der Kausaltheorie der Bedeutung auf. Mentaler Gehalt wird qua Referenz bestimmt dadurch, dass es eine kausale Verknüpfung gibt zwischen Repräsentat und Repräsentandum. Genauer gesagt, das Repräsentandum ist der Ursprung dieser Kausalkette und von dort wird dann das Repräsentat verursacht. Das ist ein wesentliches Element von Repräsentation, so können wir sagen. Wohl nicht alles, aber ein wesentliches Element. Dann will Hilary Putnam zeigen, und das macht er in einem berühmt-berüchtigten Aufsatz aus dem Jahr 1975 mit dem Titel The Meaning of Meaning, dass, wie er so schön sagt, Bedeutungen nicht im Kopf sind. Meanings ain't in the head, sondern dass das zur Folge hat, dass Bedeutungen jedenfalls zu einem Teil von der Welt abhängen, in diesem Falle genauer von der Natur der Referenzobjekte. Das ist eine sehr, sehr kuriose Konsequenz, weil sie flapsig gesagt dazu führt, dass wir nicht
Herren im eigenen mentalen Zuhause sind. So drücke ich das vielleicht mal aus. Zu einem Teil diktiert die Welt, was wir denken, was der Inhalt unserer Gedanken ist. So die Idee des Externalisten, so die These des Externalisten. Zu einem Teil legt die Welt das fest. Wir sind nicht Herren im eigenen Hause. Die Welt ist zu einem Teil Herr in unserem Hause, in unserem mentalen Hause. Um all das zu illustrieren, plastisch zu machen, insinuiert Putnam eines der berühmtesten Gedankenexperimente der Philosophie des Geistes, neben wohl dem Chinese Room Argument und einem Argument, das wir ganz am Ende der Vorlesung, dem Mary Gedankenexperiment, hören werden. Das sind sicherlich die drei, die am berühmtesten sind. Die Philosophie des Geistes wimmelt von Gedankenexperimenten, aber dieses ist eines der allerberühmtesten und auch der trickreichsten. Es ist ein Zwillingserde-Gedankenexperiment, Twin Earth im Englischen, und es läuft wie folgt. Wir stellen uns vor, hier auf der Erde hat jemand, wir nennen ihn Otto für unsere Zwecke, ich glaube im Originalpaper heißt er Oscar, egal, die heißen meist Oscar oder Otto, diese Leute, der hat Wassergedanken. Der denkt an Wasser. Woran denkt er dann, wenn er an Wasser denkt? Nun, was ist der Verursacher dieser Repräsentation? Also Frage der kausalen Tiefe, wo endet diese Kausalkette? Putnam sagt, im Falle eines Natural Kind Terms wie Wasser, eine natürliche Art, können wir das sagen, weil es gibt etwas, was die Essenz von Wasser ausmacht. Und es ist diese Essenz von Wasser, auf die unser aller Wassergedanken auf der Erde referieren, Bezug nehmen und von denen sie kausal auch im Sinne der Kausaltheorie verursacht sind, als mentale Repräsentation eines bestimmten Gehalts. Und wir nehmen mal an, dass es richtig ist, was wir heute ja denken, soweit wir da physikalisch-chemisch auf dem richtigen Pfade sind, dass Wasser eigentlich H2O ist. Und wir sagen jetzt mal, das ist die Essenz von Wasser. Es tut eigentlich nichts zur Sache, ob wir in 100 Jahren feststellen werden, dass es noch irgendwie komplizierter oder anders ist. Entscheidend ist, Wasser hat ein Wesen in diesem Sinne, eine Nature, eine Natur, eine innere Natur. Und es ist diese innere Natur von Wasser, die unsere Wassergedanken verursacht. Damit legt sie aber auch den Inhalt unserer Wassergedanken fest. Denn das ist dasjenige, auf das ich mich mit meinen Wassergedanken beziehe. Wenn ich an Wasser denke, wenn ich Wassergedanken habe, dann habe ich H2O-Gedanken. Nun kommt die Zwillingserde ins Spiel. Wir stellen uns eine Erde vor, auf der alles so ist wie auf unserer Erde, wirklich alles. Und da gibt es auch den Otto und der hat auch Wassergedanken. Und um ihn von unserem irdischen Otto zu unterscheiden, nennen wir ihn Zwotto, den Zwillings-Otto. Auf der Zwillingserde, der Zwerde, und dort hat er Wassergedanken, aber das dortige Wasser, das Zwasser, ist bizarrerweise, und das ist der einzige Unterschied zwischen Erde und Zwillingserde, nicht der Sache nach nicht H2O, sondern XYZ, irgendwas anderes. Dieses irgendwas anderes ist nun so bizarrerweise so geartet, dass es in all seinen Oberflächeneigenschaften genauso ist wie unser H2O. Das heißt also, wenn ich Ihnen ein Glas XYZ hinstellen würde, könnten Sie es von einem Glas irdischem Wasser, also H2O, nicht unterscheiden. Es würde sich genauso anfühlen, schmecken, frisch und erfrischend sein und nass sein, all diese Dinge. Erst wenn Sie richtig Chemie betreiben, dann würden Sie das vielleicht rausbringen. Wenn also Zwotto Wassergedanken hat, dann hat er XYZ-Gedanken. Seine Gedanken sind andere als meine Gedanken, obwohl das nach außen hin gar nicht bemerkt werden kann. Das ist ziemlich verwirrend. Aber es ist der Kern dieser externalistischen Lehre, nämlich zu sagen, das, was den Inhalt von Gedanken ausmacht, ist zu einem Gutteil durch die Welt festgelegt, extern, daher der Name, und nicht von deinen internen Zuständen im Kopf.
Externalismus ist die Idee, Gehalt, mentaler Gehalt, in diesem Falle der Gehalt einer mentalen Repräsentation, hängt nicht von den internen Zuständen eines kognitiven Systems ab, sondern auch jedenfalls von externen Faktoren der Welt. Boah, das ist eine ziemlich bombastische These und das ist sicherlich eine These, die in dieser Form so typisch ist eigentlich für eine Entdeckung und Überlegung der analytischen Sprachphilosophie und Philosophie des Geistes und an die unglaublich viel ins Rollen gebracht hat. Auch eine Überlegung, die, und damit will ich jetzt gar nichts werten, aber einfach ein Faktum aussprechen, die von einer großen Mehrheit der philosophischen Profis in dem Bereich auch als korrekt angesehen wird. Weil wir, ich habe gesagt, das ist Externalismus, Gehaltsexternalismus, sagt man manchmal. Und weil wir im nächsten Teil, nächste Woche, in der Vorlesung noch andere Formen von Externalismus kennenlernen werden, gebe ich diese Form des Externalismus, wie erstmals von Putnam in die Literatur eingebracht, den Titel physikalischer Externalismus. Manchmal nennt man es auch natürliche Artenexternalismus, Natural Kind Externalism in Englischen. Wir werden im Zusammenhang mit anderen Repräsentationstheorien, die wir nächste Woche kennenlernen werden, noch andere Formen von Externalismus kennenlernen. Wir werden sehen, dass spezifische Formen von Repräsentationstheorien mit spezifischen Formen von Externalismus manchmal zusammengehen. Hier haben wir den Einstieg in dieses Thema gemacht. Wir haben die Kausaltheorie betrachtet und dann festgestellt, wenn man der Kausaltheorie zugibt und stattgibt, dann fängt man sich, ich könnte es so ausdrücken, man fängt sich einen physikalischen Externalismus ein. Er ist eine Folge der Kausaltheorie. Die Idee ist, Gehalt ist nicht dem kognitiven System oder dem kognitiven Wesen intrinsisch, seinen Hirnzuständen, nur von seinen Hirnzuständen abhängig, sondern er hängt auch irgendwie von der Beziehung zur Welt ab. Ist also zu einem Gutteil auch relational und nicht intrinsisch zu verstehen. Es gibt eine externe Komponente, die den Inhalt meiner Gedanken festlegt. Das ist die Natur der Referenzobjekte. Im Falle von Wasser ist das die Natur dessen, was Wasser auch immer ist, beispielsweise H2O. Dann ist es so, dass unsere Wassergedanken H2O-Gedanken sind. Und das mache nicht ich, das macht die Welt. Das völlig Verrückte an der ganzen Sache ist, dass, und so war dieses Gedankenexperiment ja geartet, auf der Zwillingserde, was wir uns vorstellen könnten, auf der Zwillingserde laufen alle Prozesse so ab wie auf dieser Welt. Stellen Sie sich das vor allen Dingen da in dem Fall, für den Fall vor, dass wir die Erde, dass wir diese Geschichte ein paar hundert Jahre zurückverlagern, als wir noch keine Ahnung hatten, als Menschen noch keine Ahnung hatten über die chemische Zusammensetzung von Wasser. In diesem Falle könnten wir uns die Erde und die Zwerde als vollständig parallel vorstellen. Und dann gibt es den Otto, der hat Wassergedanken. Und dann gibt es den Zwotto, der hat Wassergedanken. Und doch denken sie nicht dasselbe. Es fällt ihnen aber nicht auf. Sie können das gar nicht wissen. Es hängt nicht von unserem epistemischen Zustand ab. Es hängt nicht davon ab, ob wir wissen, was Wasser der Sache nach ist. Entscheidend ist, Wasser ist der Sache nach irgendwas. Und es ist dieses Irgendwas, was es festlegt, was wir denken. Das ist die Idee des Externalismus. Ob wir das wissen oder nicht wissen, unser wissenschaftlicher Zugriff auf die Welt schon so weit ist oder nicht, tut hier nichts zur Sache. Dann tritt aber etwas Komisches auf. Dann bedeutet das, dass obwohl meine Wassergedanken auf der Erde und die von Zwotto auf der Zwerde andere sind, sie sich ja andererseits aber parallel, also gleich verhalten, dann scheint es so zu sein, dass der Inhalt von Gedanken irgendwie nicht verhaltensrelevant ist. Das will man aber doch gar nicht sagen. Man möchte doch eigentlich sagen, dass mentaler Gehalt verhaltenswirksam ist, dass es mentale Verursachung gibt. Das scheint hier völlig unter den Tisch zu fallen. Wir haben im Zusammenhang mit mentaler Verursachung schon mal, das Stichwort Externalismus schon einmal genannt, weil es hier auftaucht. In diesem Gedankenexperiment sieht es so aus, dass jedenfalls ein so konzipierter mentaler Gehalt
nicht verhaltensrelevant ist. Das ist eine sehr, sehr komische Konsequenz, die von vielen als unakzeptabel angesehen wird. Eine der Möglichkeiten, damit umzugehen, ist zu sagen, stopp, lasst uns unterscheiden zwischen zwei Arten von Gehalt, nämlich eng individuierten mentalen Gehalt, im Englischen narrow content, und weit konzipiertem mentalen Gehalt, im Englischen wide content. Der enge Gehalt, das ist derjenige, der tatsächlich systemintrinsisch festgelegt wird, durch meine Hirnzustände beispielsweise. Und der weite Gehalt wird durch den engen Gehalt plus noch die externen Komponenten festgelegt. Letzterer ist nicht verhaltensrelevant. Erstere wohl schon. Ich erspare mir eine Diskussion dessen, ob das alle Probleme löst, die man dann im Zusammenhang mit mentaler Verursachung haben will. Das tut es wohl nicht. Weshalb diese Unterscheidung zwar in der Literatur hier und da getroffen wird und eine Rolle spielt, aber auch nicht so, dass man sagt, damit sind alle Probleme aus der Welt geschaffen. Weiter Gehalt ist nicht verhaltensrelevant. Das ist merkwürdig. Was noch merkwürdig ist und weshalb es auch Gegenstimmen natürlich zu diesem externalistischen Bild gibt, die sich nicht nur daran festmachen, dass man die Kausaltheorie als solche vielleicht problematisch findet, sondern die sich an dem externalistischen Element festmachen, sind, dass man sagt, da ist diese Art von Externalismus nicht auch auf eine sehr, sehr einseitige und einsilbige und starke Ontologie, nämlich einen Essentialismus, festgelegt. Funktioniert das nicht eigentlich auch dann nur besonders gut, wenn wir qua Essenz die Natur des Referenzobjektes festlegen können? Und das funktioniert bei vielleicht bei natürlicher Artentermen wie Wasser. Aber auch dann bin ich auf einen Essentialismus natürlicher Arten festgelegt, was ich vielleicht aus anderen Gründen gar nicht sein möchte. Es gibt auch viele, viele Gegeneinwände gegen den Essentialismus. Bin ich nicht mit diesem Externalismus auf Essentialismus festgelegt und möchte ich das eigentlich? Lauter Probleme und Fragen, denen ich hier nicht weiter nachgehen werde. Ich habe für heute genug gesagt und genug eingeführt und Ihnen auch genug Futter zum Denken gegeben, denn man muss diese Überlegungen zur Twin Earth muss man erstmal sacken lassen und sehen, wie gewissermaßen hier Überlegungen über die Natur mentaler Repräsentation einen auf diese Idee, dieses Feld des Externalismus führt und was man davon halten soll. Und wir werden das Thema nächstes Mal in noch mindestens zwei weitere Richtungen hin verfolgen, weil wir noch anhand zweier anderer Repräsentationstheorien auch zwei damit korrespondierende andere Formen von Externalismus kennenlernen werden. Bis dahin also, bis nächste Woche.